Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir den 30. April 2024. Es geht ein Monat zu Ende. Heute Abend Tanz in den Mai. Hoffentlich passiert wieder draußen nichts. Keine Vergewaltigungen, keine Messerstechereien, keine Abschlachtereien. Passt bloß auf, wo ihr hingeht. Gerade an die Mädchen, an die jungen Frauen, an die Frauen generell. Geht nicht alleine. Geht in männlicher Begleitung und passt bloß auf euch auf und macht nicht zu dolle, seid früh zu Hause. Es ist heute Abend wieder eine Horrornacht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mal schauen, was morgen wieder hier im Internet, in den Zeitungen, sind ja auch hier online tätig, weil ARD und ZDF und die Öffentlich-Rechtlichen sagen solche Sachen überhaupt nicht eigentlich, ne? Das wird ja alles totgeschwiegen. Aber jetzt mal hier ein ganz anderes Thema. Hier Vermietertagebuch, die Seite. Alexander Raue, der hat ja hier drei Videos jetzt gemacht, dass das Jobcenter angeblich Autos verschenkt oder Autos finanziert für Leute, die im Bürgergeld sind. Und da habe ich mir mal hier spaßeshalber mal ein bisschen Zeit genommen, habe das mal recherchiert, habe da wirklich ein paar Seiten gefunden. Die sind schon etwas älter, von 2022, wo das Jobcenter in einem bestimmten Fall ein Auto finanziert. Das ist also jetzt nicht gelogen. Das scheint wohl zu stimmen. Und wenn dann hier Leute aus der Ukraine oder hier die neuen Fachkräfte, ich weiß auch gar nicht, ich sehe auch manchmal hier Fahrschulen, die hier Fachkräfte ausbilden. Nicht, dass sie auch noch einen Führerschein bezahlt bekommen. Der kostet ja auch 2.000, 3.000 Euro mindestens, und damit die hier arbeiten können, die Fachkräfte, ne, die jetzt hier kommen. Wir haben ja auch Fahrer, LKW-Fahrer, Busfahrer, haben wir ja alles nötig, weil das ja die Deutschen nicht mehr machen wollen. Aber das scheint denn wohl das Jobcenter hier auch zu finanzieren. Hier laufen noch ganz andere Dinge. Wenn mit Kindern, da müsst ihr selber mal googeln, weil ich weiß nicht, wie weit ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehnen darf, soll, wegen Meinungsfreiheit. Das wird ja hier auch alles stark kontrolliert. Jede Überschrift, die ich hier mache oder so, wird nicht monetarisiert, habe ich ja auch drüber berichtet. Und beim Alexander Raue habe ich im Kommentar reingeschrieben, gehen wir gleich hin, bleib bis zum Schluss dran. Und da habe ich reingeschrieben, er muss aufpassen, das ist, glaube ich, dem Aktien im Kopf, also dem Call ja auch passiert, soviel ich da mitbekommen habe. Er hat ja mal über die C-Pandemie aus in Amerika ernsthaft berichtet. Und Alexander Raue, glaube ich, auch. Der sitzt ja da in Costa Rica. Und ich meine, der Olli redet oder Olli investiert hier in Gummersbach, glaube ich, auch. Verfolge ich ja auch schon seit längerem. Und da, also fangen wir mal an. Hier bei Kolja, der war bei der C-Pandemie und der bekam dann von YouTube irgendwie eine Sperre, Kanal gesperrt oder irgendwie Videos nicht mehr hochgeladen. Und beim Alexander und beim Olli investiert, war da, glaube ich, hier mit Jens Spahn. Ne? Olli, soviel ich weiß. Grüße gehen raus. Und da sagt er, dass der Jens Spahn, also das Gesundheitsministerium, der war ja früher Gesundheitsminister, in der C-Pandemie, man darf das Wort ja nicht mal aussprechen, und da bekam er, glaube ich, eine Anzeige, das gleiche, was jetzt Julian Reichelt passiert ist, auch eine Anzeige von dem Ministerium, wenn man hier was Falsches hier behauptet, bekommt man eine Anzeige. Und das kann ja richtig teuer werden, wenn man keinen Anwalt hat, wenn man das verstreichen lässt oder nicht darauf reagiert. Da rechne ich auch jeden Tag mit, dass mir auch hier sowas ins Haus flattert. Julian Reichelt auch, aber der ist ja viel mächtiger, der kann sich einen guten Anwalt leisten. Der ist ja bis zum Bundesverfassungsgericht hochgegangen, habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Und beim Alexander Raue, der hat, glaube ich, auch hier über die C-Pandemie berichtet, irgendwelche Sterbezahlen aus England wäre da gestiegen. Und da wurden, glaube ich, auch, soviel ich weiß, Alexander, sind da auch Videos gesperrt worden oder bekam auch hier Schreiben. Wenn man so kritische Beiträge macht, wie jetzt hier mit dem Jobcenter, dass das Jobcenter Autos finanziert, gehe ich gleich rein, ich riskiere das mal, mal schauen, ob das hier hochgeladen wird, welche Wellen das schlägt, weil das scheint wohl zu stimmen. Dann habe ich aber Alexander hier in, weil er hat ja über 300.000 Abonnenten, also eine sehr große Reichweite, und er stand denn wohl in der Tagesschau, da war wohl ein Artikel, wo genau auf ihn hingewiesen wurde, dass das nicht stimmen würde, aber es stimmt. Meiner Meinung nach stimmt das, zeige ich euch hier in meinem kleinen Kanal. Und
da habe ich beim Alexander reingeschrieben, er muss aufpassen, weil, machen wir uns ehrlich, der CIA, der Bundesverfassungsschutz, der BND, YouTube, Facebook, WhatsApp und Microsoft, also die arbeiten ja alle eng zusammen. Die schauen ja auch YouTube-Videos, da müssen wir uns ja ehrlich machen. Und wenn man da auf dieser Liste drauf ist, dann gibt YouTube oder Facebook, ne, Amazon, ja, oder Microsoft ist auch, gibt natürlich die Daten aus Deutschland in Sekundenschnelle CIA rüber. Und der CIA ist ja der größte Geheimdienst weltweit. Und die können dann im schlimmsten Fall dem Alexander hier einkassieren. Die werden erstmal den Kanal abschalten. Ne, da kriegt er nämlich eine Anzeige, keine Ahnung, wie weit das hier jetzt die Wellen schlagen könnte. Sag mal, könnte, muss nicht, kann aber, muss man ein bisschen aufpassen. Zumindest, dass nachher der CIA Rückmeldung macht, ja, den Kanal bitte für immer blocken. Ihr habt ja schon mal gesehen, dass manche Videos hier nicht veröffentlicht werden können oder dass Kanäle komplett gestoppt werden, wenn man hier zu viele rote Strikes bekommt. Ich bin ja auch schon hier, glaube ich, angezählt und muss auch höllisch aufpassen. Habe ich auch darüber berichtet. Aber das ist ja noch ein kleiner Unterschied, ob die für die Werbung freigeschaltet werden, die Videos, oder ob man wirklich direkt, der Urheberrecht, da muss ich sowieso aufpassen, die werden gar nicht online gestellt. Aber was man als Inhalt sagt, wenn das nachher wirklich ans Eingemachte geht, wenn Sachen aus dem Geheimen sichtbar wird, weil die meisten schauen ja hier TikTok, Instagram, Facebook oder hier YouTube auch viele oder bei den ganzen Reels unterwegs, was wie die anderen alle heißen, da schauen die meisten Jugendlichen hin, das wird für bare Münze genommen und da will natürlich auch die Regierung hier gegen anwettern, weil dann wird dann behauptet, das sind Fake News, das stimmt nicht, obwohl es vielleicht doch stimmt. Muss man natürlich mal abwägen, wie ich sage, schaut auch andere Medien, geht mit offenen Augen durch die Welt, welche Empfindung, fahrt dahin nach Marxloh, nach Rheinhausen, schaut euch die Gegend an, ob das da wirklich vermüllt ist von Rumänen, Bulgaren, wie hier berichtet wird als Beispiel oder wer berichtet mit den Autos, wer da Erfahrung hat, kann ja mal berichten, aber das wird vielleicht hier auch vom Jobcenter hier geheim gehalten, weil das nicht an die Öffentlichkeit kommen soll, darf. Was natürlich auch eine Tatsache ist, wenn jemand eine neue Wohnung bezieht, bezahlt das Jobcenter ja komplett die Wohnungseinrichtung. Das heißt, neuer Kühlschrank, neue Waschmaschine, Spülmaschine, weiß ich nicht, mit vielen Kindern, Möbel, Küche, Stühle, Tische. Also die Erstausstattung wird bezahlt. Ich denke mal, dass ein Fernseher auch dabei ist. Weiß ich aber nicht. So, und dann kommen natürlich manche, die hier einwandern, oder hier Bulgaren, Rumänen, das ist ja ein lukratives Geschäft, den Kühlschrank irgendwie rauswerfen, ja, der ist kaputt. Ja, überprüft dann irgendwie von denen einen Elektriker, ich weiß nicht, ob die eine Bestätigung brauchen, dann gehen die zum Amt und kriegen einen neuen Kühlschrank oder eine neue Herd, ne, oder einen Fernseher oder Waschmaschine. Das ist gang und gäbe, das wird bezahlt. Ne? Wie natürlich auch bezahlt wird, wie ich auch berichtet habe, dass hier ein Afrikaner, wenn Mädchen, afrikanische Mädchen kommen, die haben ja Schutzbedürfnis, haben eine Aufenthaltsgenehmigung hier in Deutschland und dann haben die plötzlich zwei Kinder. Und die werden dann adoptiert, die, ne, werden dann verheiratet oder irgendwie, der Afrikaner hat einen deutschen Pass und adoptiert die Kinder. Und dann geht das Geld hier nach Afrika oder hier nach Deutschland und da kommen immer mehr Kinder nach. Und dann hat die plötzlich 2.500 Euro netto an Einkünften. Und das ist legal. Habe ich ja auch ein Video zu gemacht, könnte ich an meinem Kanal mal so durchgoogeln. Also viele Sachen laufen hier völlig aus dem Ruder, wo nicht drüber berichtet werden muss. Also da kann ich nur, ich denke mal, dass auch viele Sachen 50% hier im Internet bei YouTube wahr sind, der Wahrheit entsprechend. Aber wie gesagt, checkt das alles nochmal quer und ja, gehen wir mal in die Berichte rein. Lest euch auch immer die Kommentare darunter. Manche sind wahr, manche sind ein bisschen abgedreht, aber viele bestätigen das und das müsst ihr dann auch immer ein bisschen abwägen, aber immer manchmal sehr interessant, was die Leute, die das hören, dieses Video, was die denn da als Kommentare reinschreiben. Aber alles auch zeitintensiv, die meisten Leute haben ja keine Zeit mehr, wir sind ja so ein gehetztes Volk, dahin, jeder hat ein Handy mit, überall müssen tippen, tappen, tuppen und ganz hektisch alles, aber in dieser Welt leben wir. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich habe da auch meine Zweifel. Aber wie gesagt,
lass mal 3-4 Tage das Handy weg, davon bricht die Welt nicht zusammen. Ne? Gut, ich halte euch mal eben zu den Artikeln und ja, mit Alexander Raue, das habe ich jetzt mal ein bisschen durchleuchtet. Und auch noch ganz weitere Sachen, was Cem Özdi mir wieder vorhat, aber mache ich im nächsten Video, damit das hier nicht zu lang wird. Zuschauer, ich habe jetzt mal eben, bei Google habe ich eingegeben, Jobcenter verschenkt Autos und finden dann über 60.000 Ergebnisse. Tagesschau, klar, widerspricht das jetzt, ne, ist ganz aktuell, hat auf Alexander Raues Video reagiert. Ich klicke es nicht rein, könnt ihr selber machen. Ne? Also hier ist das Video im Vermietertagebuch. Insider berichtet über Jobcenter verschenkt Auto wirklich. Können da reingehen, den habe ich abonniert, klickt mal rein, Vermietertagebuch bei YouTube, hat über 300.000 Abonnenten, wie er hat auch da Zeugen und ich möchte auf was anderes hinaus, ich klicke mal hier könnten weitere Fragen, wie viel bekommt man vom Jobcenter für ein Auto? Klappe ich mal hier auf, es liegt im Ermessen Ihres Sacharbeiters, ob Ihnen ein Darlehen für den Kauf eines Autos gewährt wird. Also scheint der wohl damit recht zu haben, ne? Der Betrag hält sich jedoch in der Regel in Grenze. Mit mehr als 1.500 Euro sollten Sie nicht rechnen. Aber 1.500 Euro für ein Auto, für ein geschenktes Auto ist ja viel. Und hier stellt sich die Frage, wer zahlt denn hier die Steuern und die Versicherung? Muss derjenige denn das alles vom Betrag bezahlen, was er bekommt, also von den 563 Euro im Monat? Oder finanziert das Jobcenter auch mit dem Hintergedanken, dass derjenige dann mit dem Auto dann zur Arbeit fahren kann. Das können dann immer hier weiter runterklappern. Und das habe ich dann schon mal gemacht und habe jetzt hier auch für euch mal als zwei Seiten aufgeklappt. Wenn ihr hier runtergeht, ne, da ist das Thema, also 60.000 Eintritte. Und ich habe jetzt mal hier Mimikama, habe ich hier mal aufgeklappt. Das ist vom 6.10.2022. Und wer bekommt ein 4.000 Euro Auto spendiert? Frage ist, also das Thema scheint wohl nicht neu zu sein. Ja, hier 2019, also seitdem es hier Hartz IV gibt, und zwar seit 2005 oder 2006, unter Schröder wurde ja Hartz IV eingerichtet, so viel ich das noch am Schirm habe. Also schon ziemlich lange gibt es dieses Bürgergeld oder ALG II oder Hartz IV, das ist ja nur ein Kind, einen anderen Namen nennen, aber es bleibt ja alles gleich. So, und jetzt gehe ich mal auf die Seiten, die ich für euch hier mal ihr könnt ja anderen aufklicken, wenn ihr da jetzt weiter euch einlesen wollt. Ne? Auto verkaufen, Wert des Jobcenters, also das steht alles hier so drin, ne? Aber ich gehe jetzt mal in die ne, hier auch hier so was, ALG 2 plus dickes Auto, Fragezeichen von 2020. Also scheint wohl doch hier sehr aktuell zu sein. Ne? Jetzt bin ich hier, also im Jahre 2022 habe ich jetzt hier mal bei der Berliner Morgenpost, die scheint ja wohl hier seriös zu sein, Hartz IV. In diesem Fall finanziert das Jobcenter ein Auto. Also scheint er wohl da nicht Unrecht zu haben, der Alexander. Ne? Ab Januar heißt es Hartz IV nicht mehr Hartz IV, sondern Bürgergeld. Ja, wissen wir ja schon, neben dem neuen Namen gibt es auch weiter einen, soll auf 205,2 steigen und die Sanktionen fallen künftig Bilder aus. Berlin, ein eigenes Auto ist praktisch. Ich mache mal die Werbung hier weg, damit das hier keinen Stress gibt. Ich bin ja hier kein Werbeträger, aber kann beruflich von Vorteil sein. In diesem Fall finanziert das Jobcenter bei Hartz IV, also Bürgergeld, ein Auto. Kriege ich nicht weg, ne? Manchmal macht das mal kleiner. Vor allem auf dem Land bringt ein eigenes Auto Unabhängigkeit und Flexibilität. Für viele Menschen ist ein PKW deswegen mehr als nur ein Statussymbol. Es ist notwendig und unabhängig von offiziellen Verkehrsmitteln zu sein, um den Arbeitsmarktradius zu vergrößern. Dennoch verhilft das Jobcenter nicht jedem, der Hartz IV bezieht, zum eigenen Auto.
Aber man kann es hier beantragen, ne? Also ich lese das jetzt nicht ganz durch, könnt ihr ja selber mal durchlesen, aber es geht ja darum, dass der Alexander Raue da wohl einen wunden Punkt getroffen hat, weil das jetzt wohl hier Ukrainer und der hatte auch Zeugen. Ich habe die Videos auch nicht gesehen, ich habe jetzt nur das letzte gesehen, wo er jetzt wohl hier in der Tagesschau darüber berichtet worden ist, dass das angeblich nicht stimmt und das wäre alles ein Missverständnis. Und dieses Video hat man dann wieder rausgenommen, wo da, glaube ich, ein Autohändler das hier berichtet hat, dass das wohl hier so stimmt, ne? Ein Darlehen kann nur gewährt werden, wenn ein Auto für die Aufnahme oder Erhaltung einer Arbeitsverhältnis benötigt wird. Beispielsweise aufgrund eines längeren Arbeitsweges, der nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt werden kann. Auch eine Jobmöglichkeit als Fahrer, klar, eines Lieferdienstes oder, also die bezahlen dann auch den Führerschein, ne? Weil wir brauchen ja Lkw-Fahrer und Busfahrer und Taxifahrer und, weil die Deutschen ja weiter aussterben und das sind ja jetzt unsere neuen Arbeitskräfte, die dann auch diese Jobs machen sollen oder müssen. Ne, das sind ja auch die einfachen Jobs, ne? Und das geht dann hier so rein, eine Inflation frisst Einkommen. Naja, das ist denn hier, aber wie gesagt, ich wollte euch nur zeigen, ja, ich würde sagen, ist das Bürger, ich würde sagen, ja, ist das, ist immer die Frage, wer das bekommt. Wenn Menschen arbeitslos sind oder ab 60 hier, die finden ja keine Stelle mehr, keine adäquate Stelle. Der Mindestlohn ist auch viel zu niedrig, aber das führt jetzt hier zu weit. Habe ich ja auch schon Videos zu gemacht. Aber im Grunde ja. Aber man muss hier immer sehen, wer das Bürgergeld bekommt. Und da finde ich ja auch, man muss das wirklich einstufen. Der gebürtige Deutsche, der hier 45 Jahre gearbeitet hat, auch eingezahlt hat, der bekommt dann das gleiche Bürgergeld wie einer, der jetzt neu kommt, noch nie eingearbeitet hat, kein Deutsch, kein Mathematik, kein Englisch, keine Sprache, nichts kann, den deutschen Staat verachtet, hier uns nicht arbeiten gehen will und dann hier so Sprüche sagt, nee, das Arbeiten lohnt sich nicht als Fahrer, ich lasse mir alles vom Jobcenter bezahlen. Das geht natürlich überhaupt nicht und da treffen ja auch in diesem Bürgergeldsystem gibt es ja auch noch riesengroße Unterschiede und sehr große Einstufungen. Das muss man sich ja auch mal ganz klar machen, dass Leute, die unverschuldet da reinkommen oder aufgrund von Gesundheit oder Alter, keinen adäquaten Job mehr bekommen. Und ja, die sind dann an der Tafel oder irgendwo, wo die hingehen, weil die Miete nicht reicht, da verlieren die ihren Jobs. Und die Leute, die kommen ja aus noch ärmeren Ländern. Die sind ja das gar nicht gewohnt hier. Oh, ich habe jetzt einen Kühlschrank. Ein Amt zahlt mir Kühlschrank, Herd, Waschmaschine und da, wo die herkommen, selbst hier aus Bulgarien, Rumänien, hat ja nicht jeder eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank oder einen Herd. Da leben die teilweise noch wie im Mittelalter. Das muss man sich ja ganz klar vorstellen, wenn die überhaupt Strom und fließend Wasser auf dem Land in Bulgarien oder Rumänien haben. Und die sind ja dann legal hier im Ruhrgebiet, gerade in Duisburg, Duisburg-Marxloh, Rheinhausen. Und dann kommen dann irgendwelche Straßenarbeiter oder hier so Beamte oder Angestellte von der Stadt. Und dann sagen dann hier die Einheimischen, nee, das ist unser Revier, das ist unser Land, das ist unser Haus, ihr habt hier nichts zu suchen. So weit kommt das schon, ne? Und das sind noch nicht mal jetzt die Flüchtlinge aus Afrika oder Afghanistan oder Syrien, das, ne? Aber ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Manche sind ja fleißig, arbeiten, sind ja wirklich arme Kreaturen. Betrifft ja nicht nur Deutschland, betrifft ja eigentlich die ganze EU. Und je mehr wir hier reinlassen, jeden Monat kommen hier 20.000 junge Männer dazu und die bekommen nach 3 Jahren den deutschen Pass. Dann ist ja eine Frage der Zeit, wie das hier nach 30 Jahren wird die Schere auseinandergehen. Und zwar, da sind wir deutsche Einheimische fremd im eigenen Land. Das ist, da laufen wir mit Riesenschritten drauf zu, ne? Okay, ich gehe nochmal zum anderen Artikel. So, und hier habe ich, bin ich jetzt hier bei Mimikammer. Auf der Seite auch schon was älter, denke ich, ist die Anzeige. Jobcenter, wer bekommt ein 4.000 € Auto spendiert? Werden im Jobcenter Ausländer tatsächlich bevorzugt behandelt und bekommen schnell finanzielle Unterstützung, zum Beispiel beim Autokauf als Deutsche? Oktober 22, also doch noch nicht so alt, ne? Mal gucken, wo fängt denn hier der Artikel an? Deutsche Bürger seien nur noch Abschaum, da sie sich nur noch mit dem Waschlappen waschen oder maximal kalt
duschen dürfen. Aber die Ausländer, die würden vom Jobcenter einfach so Autos spendiert bekommen. Unser Fazit, laut Jobcenter gibt es bei der Verteilung von Autos keinen Rassismus. Deutsche haben exakt dieselben Chancen wie Ausländer, Förderung zu bekommen. Also scheint wohl, dass auch hier, ne, am 19. August 2022 hat das Jobcenter Traunstein einen Herrn Abdullah eine Bestätigung für die Kostenübernahme eines PKWs im Wert von 4.000 Euro ausgestellt. Ein Foto dieser Beschäftigung geht nur viral mit dem Vorwurf, Steuergelder würden sinnlos an Zuwanderer verschenkt werden, die wahrscheinlich nie unsere Sozialversicherung eingezahlt haben. Ein Deutscher würde, so der Vorwurf, kein Fahrzeug vom Jobcenter bezahlt bekommen. Nun sollen alle Deutschen, die die Post lesen, auch einen Antrag auf ein Auto stellen und sich auf das Aktenzeichen des aufgeführten Falles beziehen. Unter dem Post häufen sich meist zugestimmte Kommentare und erzeugen Unbefasstheit der Community. Aber es ist wirklich so, dass Ausländer hier einen Bonus haben und Deutsche wirklich kein Auto halten könnten. Auch dann nicht, wenn sie diesen zwingend benötigen, um eine Arbeitsstelle antreten zu können. Also hier haben wir hier so ein... Ja, schaut mal hier, ne, 4.000 Euro Jobcenter, hier haben wir den Beweis, ne? Also Alexander Raue, darüber hinaus anfallende Kosten, zum Beispiel TÜV, Zugang, Versicherung und so, können vom Jobcenter nicht getragen werden. Also das scheinen die wohl nicht zu bezahlen. Ich denke mal, ja gut, voraussetzend ist, dass der arbeitet, dann ist die Frage, wie lange der arbeitet, aber immerhin, er bekommt 4.000 Euro, bekommt er, schauen wir mal, bei einem gewerblichen PKW-Händler, okay, ne, das ist der Händler, das scheint so, ne, und ja, dann hat er ein Auto und dann, was ist denn, wenn er ein Auto verkauft, einen Unfall baut, wenn denn die meisten hier, die haben ja meist ein eigenes Gewerbe oder sagen, ich bin jetzt Taxifahrer oder sonst irgendwas, Import, Export, und dann kriegen die ein Auto von 4.000 Euro, ich bin irgendwie schockiert, ne. Hier haben wir das Paragraph. Darauf könnt ihr euch berufen. Also scheint zu stimmen, Alexander. Warum werden Autos und teilweise auch Kosten für Führerschein gefördert? Besonders im ländlichen Bereich ist öffentlicher Personennahverkehr nicht so gut ausgebaut. Der wird ja immer weniger. Aber gerade am Land gibt es auch viele offene Stellen in der Pflege, im Handel, in der Gastronomie und so weiter. Diese Förderung im Bereich der Mobilität ermöglicht es auch, offene Stellen abzubauen und gleichzeitig Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. Eine Win-Win-Situation. Also hier ist von einem positiven Beispiel aus dem Jahre 2019 zu lesen. Über 70% aller Frauen und Männer, die in den Führerschein von uns gefördert wurden, sind anschließend direkt in Arbeit oder Ausbildung gegangen. Das kann man sich nicht vorstellen. Was kosten denn hier die Führerscheine? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das müssen die doch dann irgendwie zurückzahlen, wenn die dann arbeiten. Oder als Kredit kann man denen das geben. Haben nie eingezahlt. Und das muss man dann irgendwie danach auch zurückzahlen. Man muss doch sonst auch alles zurückzahlen. Dann kann man denen doch vielleicht als Darlehen das gewähren. Oder sehe ich das falsch? Von den Kunden, die wir ein Auto finanziert haben, sind sogar über 80% noch im Job. Erzählt Marzian in... Und erklärt, dass kein anderes Jobcenter in Schleswig-Holstein so einen starken Abbau von Arbeitslosen zu verbuchen hat wie Ostholstein. Also, allein der Name Abdullah, der könnte ja einen deutschen Pass haben, ne? Könnten eben ein deutscher Staatsbürger sein. Nein, der Name Kevin zum Beispiel ist in Teilen Deutschland weit vorbei. Der Name wurde aus dem Englischen übernommen, stammt ursprünglich aus dem Namen Kamu. Ja. Nicht für seine Privatfunktion, sondern Jobs einfach spendiert bekommen, nur weil er ausländische klingenden Namen hat. Zusätzlich wissen wir nicht, ob er nur nicht Deutsch hat. Ja, das wäre ja mal interessant, das hier mal offen zu legen, weil die Öffentlichkeit möchte ja hier informiert werden, oder nicht? Also auf jeden Fall, laut Fazit ist das wohl möglich und auch ein Führerschein wird wohl hier auch finanziert. Ich mache nochmal ein Schlusswort.
Also, wie ich das sehe, Alexander, hast du hier wohl recht. Grüße gehen raus nach Costa Rica, lass es dir da gut gehen und pass auf, dass sie da nicht den Kanal zumachen. Aber davon lebt ja eigentlich die Community. Dadurch hast du ja auch hohe Klickzahlen und du hast ja auch schon über 300.000 Abonnenten im Zweitkanal, glaube ich, auch schon, weiß ich gar nicht, 50.000. Und die Leute schauen das und die wollen dann auch in solchen Fällen auch aufgeklärt werden, weil solche Themen, die kommen ja gar nicht in ARD, ZDF, Hart aber fair, Maischberger, höchstens dann, wenn hier wir YouTuber das aufdecken oder halt auch die AfD kritische Themen auch aufdecken und das den Medien oder hier im Internet, weil Bertelsmann oder hier die Watz-Gruppe oder Lismon oder hier Spiegel, Stern, die berichten ja gar nicht darüber. Früher waren die ganz anders aufgestellt und haben auch kritisch die Regierung, die Regierungspolitik auch hier offengelegt. Eigentlich hätte hier nicht der Cicero dieses mit Habeck offenlegen müssen. Ist das nächste Beispiel. Das hätte eigentlich der Spiegel machen müssen, was hier eigentlich im Wirtschaft- und Klimaministerium so passiert, wie da die Fäden gezogen werden, wer da bevorzugt wird. Das ist ja eine Tatsache. Das Gleiche haben wir auch bestimmt bei Herrn Lindner im Finanzministerium und wo man es auch ganz stark gesehen haben, war bei Ursula von der Leyen. Die hat ja 8 Kinder und die wurden ja im Verteidigungsministerium, wurden die ja alle eingestellt als Berater, als NGOs und waren Geschäftsführer, haben richtige Gehälter bekommen. Das ist ja genauso hochkorrupt alles, wie angeblich jetzt Gelder aus China und Russland, was die AfD bekommen haben soll, aber gibt keine Beweise. Es ist irgendwie unfassbar, aber wie gesagt, weil hier jetzt, genau wie Oliver investiert, oder hier der Kolja, Achsen im Kopf, gehen wir mal weiter. Hallo Meinung, Julian Reichelt, Tichy, die sind ja schon etwas größer aufgestellt und das sind denn die Zeitungen, die alternativen Medien, die denn auch hier kritisch berichten und die kann man meiner Meinung nach hören, die höre ich selber auch, Dominik Kettner auch. Oder hier Ernst Wolf, lange nicht mehr gehört, fällt mir gerade ein, Ernst Wolf, dann Daniele Ganser und Professor Max Otte und hier auch Dr. Krall, die wo hier mit der Werteunion die zusammenarbeiten wollten. Und hier Hans-Georg Maaßen, hochkompetent, hoch ausgebildet, Präsident vom Verfassungsschutz für 6 Jahre gewesen, erzählt denn hier bei Tichy oder wo er interviewt wird, hier im Internet. Den habe ich noch nie bei Lanz gesehen. Noch schon lange her, glaube ich, ne? Wie der gerade gekündigt worden ist, ne? Aber jetzt hört man die auch nicht mehr. Oder Horst Lüning oder hier, die mal richtig was Kritisches berichten. Die hört man natürlich nicht bei Hart aber fair, Maischberger, Lanz und die ganzen Sendungen, die man hier so hat. Vielleicht noch Talk im Hangar. Ist das so, glaube ich, aus Österreich kommt das. Da vielleicht noch, weil die vielleicht noch oder hier in der Schweiz. Ja, aber wie gesagt, es scheint zu stimmen, dass die Autos hier verschenkt werden oder dass das Jobcenter die Autos finanziert bis zu einer gewissen Höhe, den Führerschein angeblich aus, auch wenn die Leute ein Gewerbe anmelden für 26 € und bin dann irgendwie hier ja Möbeltransporter oder Paketdienst oder einfache Tätigkeiten. Na gut, die brauchen wir auch. Und wenn die dann da tätig sind, dann alle Achtung. Aber die meisten machen doch bestimmt Betrug. Aber das ist jetzt eine Vermutung, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr generell der Umgang mit Alexander Raue, weil er das offengelegt hat. Das war ja jetzt hier der Kern hier meines Videos. Das andere muss man dann durchleuchten. Klar, in Traunstein oder oben hier in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, da wo wirklich weite Wege sind, wo vielleicht gar kein Bus mehr fährt. Da ist man ja auf dem Auto angewiesen. Da macht das wohl noch Sinn, ne? Okay, das soll es gewesen sein. Dann sage ich bis zum nächsten Video.